Das meist nachgefragte Thema aktuell: Kannst du mal eine Übersicht über alle A2-Motorräder machen? Ja, das machen wir. Das ist Teil 1 und das ist das erste Motorrad, nämlich eines der bekanntesten, beliebtesten, meistverkauften A2-Bikes ist die Kawasaki Z900. Hat jetzt zum aktuellen Modelljahr 2022 nochmal einen verstärkten Rahmen spendiert bekommen und noch eine andere Optik, die in meinen Augen auch sehr, sehr geil ist, aber auch die davor gefallen mir sehr gut. Also ihr könnt auch auf die älteren Modelle zurückgreifen. Aber Achtung, die Z900 ist nicht in allen Varianten A2 kompatibel. Ihr braucht die Variante mit 95 PS, sprich 70 kW, denn nur die kann auf 48 PS gedrosselt werden. Sie kostet aktuell 10.295 Euro neu und zwar in Schwarz. Wenn es bunt werden soll, kosten 100er extra. Motorrad Nummer 2 kommt ebenfalls aus Japan, die MT-07 von Yamaha. Ähnlich bekannt, ähnlich beliebt, aber Optik ist ja eine Geschmackssache bei der MT-07. Gerade so diese Street Fighter-Optik, die Yamaha aktuell fährt, ist ja nicht jedermanns Sache. Aber die inneren Werte zählen und die haben wir bei der MT-07 genauso wie bei der Z900 sehr, sehr gut, nämlich japanische Großserientechnik. Die MT-07 kostet in Deutschland aktuell 7.674 Euro zuzüglich Überführung und ist damit 2.500 Euro günstiger als die Kawasaki. Aber unbedingt aufpassen, wir sind hier auch eine Klasse tiefer. 900er versus 700er. Also man kann die nicht ganz vergleichen. Motorrad Nummer 3 ist so ein bisschen der Underdog, aber viele werden sie trotzdem kennen, nämlich die Triumph Trident 660. Sehr cool, weil Dreizylindermotor, sehr cool, weil nicht so oft auf den Straßen wie die MT-07 oder Z900. Sehr cool auch, weil 16.000 Kilometer Inspektionsintervalle. Ungedrosselt leistet die Trident 81 PS, macht also auch noch nach A2 Spaß und kostet 7.850 Euro und damit unwesentlich mehr als die Yamaha, ist aber eben auch seltener und hat den Dreizylindermotor. Welches dieser Motorräder würdet ihr wählen? Schreibt es mir unten gerne in die Kommentare und macht auf jeden Fall das Plus weg für den zweiten Teil.